Ich habe mir meine neue Story für euch gleich zu erzählen bezüglich F1 2016, denn ich hatte eigentlich den ersten Test schon absolviert und der wurde hier nicht abgespeichert. Das habe ich gerade gesehen. Das heißt, die ganzen Tests darf ich jetzt gleich nochmal machen. Das ist aber jetzt nicht das große Problem, denn wir werden jetzt einfach den nochmal machen. Ich muss aber das Setup nochmal zeigen, denn ich muss das jetzt schön zusammenschneiden. Ach, ist das herrlich. Ja, auch die Bug-Serie hier in F1 2016 geht bei mir fröhlich weiter und es ist echt nicht mehr lustig teilweise. So, auf dem Rückweg zur Boxengasse friest mir das Spiel quasi ein. Also nichts mehr lief. Das Bild ist eingefroren. Das war das erste. Der Sound war auch komplett weg. Okay. Dann habe ich mir gedacht, okay, beendest du mal Fraps. Vielleicht mag er die Aufgabe nicht. Die Aufnahme nicht. Ist mir auch schon aufgefallen bei dem Spiel, dass es sehr instabil leider wirkt. Okay, habe ich gemacht. Dann kam das Spiel ganz kurz zurück. Wirklich ganz kurz zurück. Da bin ich vielleicht nochmal, ja, 50 Meter gefahren ungefähr mit dem Wagen. Und dann war Feierabend. Ja, und das Spiel ist auch abgeschützt. Ich so, super. Okay, das schützt ja auch noch ab. Und dann hatte ich auf einmal so einen schönen Bluescreen, wo dann steht, Windows ist gecrashed. Schieß mich tot, was da noch alles kam. Schalten Sie den PC neu in der Hoffnung, dass es dann wieder funktioniert. Habe ich gemacht und jetzt versuche ich die Aufnahme hier nochmal. Und ich bin gleich gespannt, ob da irgendwas passiert. Da werde ich natürlich diesen schönen Test hier nochmal machen. Dass ihr da noch nicht so wirkliche Bugs entdeckt habt, dass die hauptsächlich nur bei den PC-Spielern wahrscheinlich verfügbar sind. Da denke ich mir so, als PC-Spieler, ja, danke Codemasters, was habt denn ihr dafür ein schönes Spiel auf den Markt gebracht? Und ja, das finde, also ich finde es ja halt nicht mehr lustig. Ich fand es schon nicht mehr in Russland lustig. Bluescreen bei einem Spiel, dass mir das System abschmiert, das ist schon ein Kunststück. Also ich glaube auch nicht, dass es unbedingt das Spiel jetzt ist. Aber das Spiel ist gecrashed. Ich weiß es halt einfach nicht. Vielleicht hatte der ein oder andere mal eine kleine Erfahrung, wie das bei ihm so war. Ist nicht mehr dagegen. Oha, das funktioniert auch. So ein schöner Querschläger in der Boxengasse. Nice. Finde ich auch richtig nice, dass das auch möglich ist. Als ob hier nochmal die Ultimate KI noch stärker gemacht worden ist in Spanien. Gut, die war auch nicht stark in Australien und in Spanien war sie in dem Vorgänger auch nicht besonders stark. Aber jetzt scheinen sie da einen ordentlichen Sprung gemacht zu haben. Oder es liegt einfach der Tatsache daran geschuldet, dass ich den nächsten Blackscreen habe, oder wie? Danke, nein, doch nicht. Oh, das ist Schweißperlen, ey. Aber richtige Schweißperlen. Oben bei dem Lupfen, das hat er dann gemacht aus Frust so ein bisschen. Der liebe Verstappen. Geht in meinen Augen auch nicht. Aus Frust den Konkurrenten keine Chance zu lassen. Ja, einfach ihn abdrängen aus der Kurve raus. Das geht einfach nicht. Das darf sich auch ein Verstappen nicht erlauben. Das darf sich natürlich auch ein Kimi nie erlauben. Und das darf sich auch ein Vettel nicht erlauben. Okay, ich schaffe die angepeilte Rundenzeit hier nicht mal in Spanien. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Machen wir mal das DS-Schild mal ein bisschen weg. Das braucht da keiner. Und das sollte man ja normalerweise ja auf Standard hier fahren. Ich fahre das ja mittlerweile auf Fat. Ach du Scheiße, ne. Das ging jetzt auf die Zeit und auf den Reifenverschleiß. Rundenzeit geschafft, Reifenverschleiß ein Flop. Ja, da gibt es 5 Punkte immerhin für. Dafür, dass man die Zeit wenigstens geschafft hat. Diesmal scheitert es wieder an der Rundenzeit. Ach du meine Güte, das war eine ganz schlechte Runde zum Schluss. Also auf Purple wollte ich mich hier gar nicht einstellen. Bin mal gespannt, was ich für Qualifying-Zeiten fahren muss. Vielleicht liegt der mir hier zum ersten Mal besser. Ne, ich bin nicht der Fahrer, der auf Reifenmanagement steht. Das könnte Purple werden. Ich glaube da aber nicht so wirklich dran. Oh doch. Das wird Purple. Im sogenannten Qualifying Test. Also ich bin mal gespannt, was die mir da vorschreiben. Was ich da für eine Rundenzeit hinknallen soll. Sorry, falls ich genießt habe. Da habe ich es nicht mehr geschafft, mich umzuschalten. Boah, die Runden seit zack, zack, zack. Dann sehen wir, alter, schöne Ausschweifungen. So, jetzt kommt der Qualify-Test. Und jetzt haut es mir gleich die Socken raus, ey. Ich sehe das schon kommen.
13. Platz. Mal schauen, was das Team ausrechnet, was der 13. für eine Zeit fährt. Wetterbericht. 1,22,8. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, Team. Mein Gott, du hörst ja noch mal auf zu untersteuern in der Kurve. Oh, es ist noch schlimmer als im Vorgänger. Warte mal kurz, ich will mal kurz was... Nein. Das wollte ich nicht. Ich muss es hochstellen. Weil ich bin ungefähr bei... Obwohl... Jetzt mache ich hier sogar noch mal ein paar Experimente. Machen wir es mal gleich mit der Bremse. Ihr seht aber, wie man das am besten einstellen kann. Tagen geschrieben, dass vielleicht die Linearität bei mir zu hoch ist. Ich habe das jetzt mal gerade ausprobiert. Ich habe mich da nämlich nie so befasst. Ich habe die Voreinstellungen vom 16er genommen. Da ging das, aber hier geht das gar nicht, okay. Ja, immer diese Lenkrad-Einstellungen. Ich weiß noch, damals in 2015 habe ich, glaube ich, 3 Stunden nachts rumexperimentiert. Da ging das relativ schnell eigentlich, aber in dem 15er, in dem 16er habe ich mich nie wirklich damit befasst. Auch interessant. Die Teamziele haben wir geschafft, das haben wir auch wunderbar geschafft. Das erinnert mich an was. Wir entwickeln den Motor weiter. So, das zum einen. Und danach gehen wir nochmal die Treibstoffeffizienz, damit wir ein bisschen weniger Benzin vielleicht mitnehmen können. Das ist auch nicht so ganz unwichtig. Okay. Als 9. oder besser und ich soll Roman Grosjean besiegen. Nein, danke. Das werden wir nicht schaffen. Also die Erwartungshaltung des Teams wird größer, weil wir natürlich auch immer mehr in die Forschung investieren und auch direkt rausfahren. Habe ich gerade geguckt. Aber nochmal vielen Dank für den Hinweis. Ich finde diese Einblendung mit diesem Pack für mich gar nicht so hinderlich. Ich finde das sogar relativ gut. Q1 sollte aber auch, wie schon Chef gesagt hat, eigentlich kein großes Problem sein mit dem Soft. Also ich gehe mal davon aus, dass ich die Zeiten hier fahren kann, was auch die große Konkurrenz hier fährt. Wo ich aber große Probleme wahrscheinlich haben werde, ist bei den Rundenzeiten von Romain Grosjean. Denn der fährt hier dann doch 7 Zehntel im Training zumindest schneller als ich. Und ihr seht schon, wie ich die Gänge ausreize. Also im Qualifying reiße ich die Gänge hier sehr aus. Den Poller, den habe ich doch jetzt mitgenommen, wollte ich doch gerade sagen. Ja, also deutlich, so das Sehrschild braucht ja eigentlich auch keiner. Aber hier muss man das nicht unbedingt wegschießen. Fahrer vor mir. 1,3. Wo holt der denn die Zeit raus? Erster Sektor, das passt. Zweiter Sektor war die 15. Und im Schlusssektor gewinnt der 7 Zehntel. 7 Zehntel im Schlusssektor. Da kannst du gar nicht mehr so viel rausholen, meiner Meinung nach. Um mal vielleicht auch einen Unterschied zu spüren. Wow! Warum bremst denn der auf einmal? Ja, deutlich. Aber warum bremst denn der Rosberg da so eklatant? Das ist nämlich an das Verstappen-Manöver. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie gefährlich das sein kann. Und wir hatten da noch keine 320 drauf. Also wenn du da nicht damit rechnest, dass dein Vordermann vielleicht bremst, dann gute Nacht. Dann endet das ganz schnell in der Wand. Also Grosjean 22 fahre ich hier nicht. Rosberg 20. Was ist das gewesen? Hoppala. Und das passiert, wenn man dann zu viel möchte in der Boxengasse. Und damit ist das Qualifying schon vorbei. Hier kommt man ein leichter Sack und das reicht schon. Dann berührt die Wand. Das ist Simulationsschaden. Und eigene Fahrfehler bedeutet, die Session ist vorbei. Ein dummer Fahrfehler. Weil ich aber das Limit in der Boxengasse austesten möchte. Reicht aber wenigstens für den Sprung ins Q2. Hülkenberg und ein Haas, Markus Eriksson und Jolyon Palmer. Ich lese keine 22, ich lese eine 16. Und vielen Dank, dass das auch mal bei mir endlich funktioniert. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2016. Ja, ich hatte im Qualifying sowas von keine Schnitte gegen meinen Teamkollegen. Wir liegen hinter den Teamerwartungen. Wartet, bleiben wir mal kurz stehen. Ich bin's gewohnt. Ich kann schließlich noch die ganzen Hater verstehen, die meinen, oh, du hast mit Legenda, mit Ultimate angefangen. Jetzt gehst du noch runter zu Legende und fährst immer noch mit Traktionskontrolle. Jo, das ist ganz einfach so, weil ich diese Fahrphysik einfach nicht, ja, als die beste anerkenne. Bottas weiter vorne, da kommt die erste Berührung. Sorry, Button, da ist kein Platz für dich gewesen.
Auch nicht in der Startphase. Da gebe ich wie Vettel in Spa keinen Platz. Vorne dreht sich der Hamilton weg. Ich gehe mal ganz kurz, ganz weit neben die Strecke. Okay, ich merke schon, das wird mir vielleicht ein bisschen zu einfach werden. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Da ist vielleicht die Spanne zwischen Ultimate und Legende bei mir zu hoch. Aber hier ist Spannung in der Luft gegen unseren Teamkollegen. Und das ist doch das, was man sehen will, gegen meinen eigenen Teamkollegen. Der Teamkollege ist das erste Ziel. Und das habe ich hiermit jetzt erreicht. Davor ist Alonso, das wird das Sahnehäubchen. Also der Unterschied zwischen Ultimate und Legende scheint wohl wirklich eine Sekunde zu beträgt eine Sekunde. Weil das merke ich jetzt hier ganz deutlich. Weil ich könnte schneller mit dem Reifen hier. Komischerweise, auf einmal könnte ich schneller. Nee, macht er nicht, okay. Ein Alonso verbremst sich. Das bin ich ja gar nicht gewohnt, dass die Geier sich verbremsen kann. Sektor besser im ersten Sektor. Ich merke die Luftverwirbelung. Also es ist gut, dass ich es hinbekommen. Dass man eigentlich nicht so hinter einem herfahren kann. Ich weiß natürlich nicht, ob das was mit dem Reifenverschleiß zu tun hat. Aber so macht mir das wieder Spaß. Schön gegen den Teamkollegen fighten. Da kriegt der Günther Stein erstmal ein paar graue Haare. Toto Wolf hat ja schon ein paar genug. Vielleicht könnte er noch mal ein paar abbekommen. Also was da mit Hammett zum Beispiel in Kurve 1 passiert ist, ja Leco Mio. Boah, irgendwann merkt man dann doch den großen DRS-Vorteil. Jetzt mache ich hier so ein bisschen den Rosberg aus Hockenheim, aus Deutschland. Jo. Das ist momentan ein Hin und Her, also das ist dann doch vielleicht der richtige Schwierigkeitsgrad für mich. Warum ist jetzt hier grün? Hinter uns ist gelb. Jo, auf der Start- und Ziellinie ist das. Oder beziehungsweise erste Kurve. Und das Auto von Sainz ist schon weg. Hat nicht mal eine Runde gedauert. Und unter normalen Bedingungen vielleicht sogar schon virtuelles Safety Car nötig gewesen. Weil das schickt man ja mittlerweile wirklich für alles raus. Rote Flagge gibt es in dem Spiel hier nicht. Weil das ist mit Auto in der Boxengasse zerlegt haben. Das wundert mich immer noch. Alonso kann uns gut folgen. Schön, dass du mir fast mich rausdrängst, Herr Grosjean. Aber das ist die KI auch ein bisschen aggressiver geworden. Ein paar haben mir auch geschrieben, ich sollte schon relativ früh wechseln auf Legende. Klar, ich kann es nicht allen recht machen. Ich muss es mir selber recht machen, das sage ich mir dann lieber so. Alonso vor mir. Warum gehst du da in die Eisen? Ja, und ich merke das. Ich muss jetzt rein, weil mit dem Frontflügel kann ich nicht weiterfahren. Also Alonso lässt mich auflaufen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er da in die Eisen geht. Klar, seine Reifen sind nicht auf Temperatur, logisch, aber bitte. Nicht so dermaßen in die Eisen. Jetzt lasse ich gleich Grosjean vorbei. Mal unnötig, Alonso. Wow, Balla, das ist auf der letzten Rille gebremst. Okay, das mal das ganze Rennen ist natürlich schwieriger. Und deswegen bleiben wir auch beim Simulationsstand. Alter, der bremste da radikal runter. Ja, ist das ärgerlich. So sich der Boxenstopp. Das kann mir in Monaco, das wird mir, glaube ich, in Monaco auf jeden Fall passieren. Aber das Motor-Upgrade, das spüre ich schon. Das spürt man wirklich. Ich merke nämlich, dass der mehr zieht. Also ich habe das Gefühl, dass der mehr zieht. Also das Motor-Upgrade jetzt... Das allererste. Das heißt, das zweite werden wir dann auch nochmal deutlich spüren auf den Geraden. Für die, die das drin immer nicht gesehen haben, das Spiel hat bei mir auch schon einen Bluescreen verursacht. Also momentan läuft ja alles sehr, sehr flüssig. Da bin ich froh drüber. Alter, das ist ja mal gar nichts gerade gewesen. Also die Mediums werden ja auch Grip-Niveau technisch ganz schlecht. Treibstoffinfo. Wir haben noch Benzin für über 50. Ach du Scheiße, ne. Wird gemacht, Chef. Aber es könnte schon das Fett, das Kraftstoff oder das Benzingemisch Fett kann da den Unterschied schon ausmachen. Das könnten schon die 15. sein. So, der Motor verschossen. Mal schauen, wann der eintritt. Runde 33 ist die Hälfte. Mich würde es nicht wundern, wenn er schon früher passiert.
Treibstoffinfo. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt, für etwa 47 Runden sollte das Benzin noch reichen. Der Benzinstand ist zu hoch, das heißt, unsere Benzinlast ist zu groß. 1,4 Sekunden. Also man kann ihn auch ins Wort fallen, ist mir auch schon aufgefallen. Da kommt das Spiel auch mit gut klar. Geringfügig, leichter Verschleiß am Motor. Okay. Bei einem Drittel des Rennens haben wir schon Verschleißerscheinungen am Motor. Kurz mal hier aufgerollt, erste Kurve. Da sehe ich Teilschutt bei Verstappen und die andere Teilschutt bei Vettel. Vettel hätte die Situation natürlich beheben können, indem er mehr Platz gelassen hätte. Hätte Fahrradkette, heißt es ja immer so schön. What? Ach, ihr wollt, dass ich die Medium hier komplett ausfahre. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Komplett ausfahren. Am Limit bewege. Gerade ein Radduell. Ich versuche es außen. Aber er gibt mir so wenig Platz wie nur irgendwie möglich. Gefällt mir. Weil Rad an Rad möchte ich keine Berührung haben. Da könnten wir uns vielleicht sogar noch einen Reifenplatz da nochmal zuordnen. Nee, das ist mir zu risikohaft. Flex 7. Diffusor hinten. Warum ist Max Verstappen aus dem Rennen? In Kurve 1. Ein neuer Plan. Oh, hier liegt Frontflügelteil. Da war wohl irgendwie in der Kollision verwickelt. Ein Überholmanöver. Was wahrscheinlich vielleicht schiefgegangen ist. Oder ja, eine Verteidigungsaktion. Ja, zweiteres. Da vorne, ja, da scout sich's gerade. Ein Ricciardo, ein Wehrlein, ein Vettel, ein Eriksson, ein... Alter, die sind ja alle zusammen. Hätte ich hier einen Reifen, hätte ein Problem. Irgendwann kam überholt dadurch. Ricciardo und Vettel, die sind eigentlich nicht so weit hinten anzusiedeln. Okay, also bei Grosjean macht auf P2. Da scheint vorne irgendwas Großes passiert zu sein. Bei Legende. Also wie gesagt, es ist nicht das große Chaos jetzt gewesen. Ein kleines Chaos, was mir Position gebracht hat. Damit möchte ich es auch eigentlich belassen. Also ich könnte mir auch sehr schlecht eine Zusammenfassung eines Formel 1 Rennens anschauen. Das wäre einfach nicht mein Stil. Und mir persönlich gefällt es zum Beispiel schon mal nicht. Also Kompliment an Codemasters zur KI in Australien und auch in Spanien. Da habt ihr da echt ein Brett hingeknallt. Also Codemasters hat in Bezug mit der Speedtracker eh auf jeden Fall die Hausaufgaben gemacht. Aber der fällt jetzt echt auf meinem Niveau, jetzt bin ich zufrieden. Puh. Durchlaufen. Also in meinen Augen die absolut richtige Entscheidung. Ich schreib mir das wirklich auf. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 12,1 Sekunden. Das ist viel Holz. Auf dem lieben Höki. 9%, die bauen richtig stark ab. Einer meint auch, dass das vielleicht was mit meinem Treibstoff zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass Codemasters schon so weit ist, den Reifen zu simulieren. Ich glaube immer noch, dass es über die Temperaturanzeige geht. Wehrlein macht Platz. Ja. Für mich, für ihn optimal, für mich nicht ganz optimal, aber passt schon. Ja, gerade die Frage beantwortet. Der wird mit Medium durchfahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das wäre ein Duell gewesen gegen meinen Teamkollegen. Also auf dem Teppich rauszubeschleunigen ist natürlich nicht so cool. Dass ich da jetzt so einen Untersteuern verspüre. Zum dritten Mal in der Kurve. Da kommt ein Herr Bottas aus der Boxengasse raus. Och, nicht schon wieder. Ja, leider. Ja, Glück gehabt. Diesmal Glück gehabt. Ja, muss den Boxenstopp vorverlegen. Wieder mal. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Diesmal ist der Bottas da so langsam rumgefahren. Nichts gelernt aus der Alonso-Geschichte. Der nächste Frontflügel. Durch so einen Auffahrunfall. Es ist so ein Auffahrunfall.
Jetzt habe ich auf Hochschalten geklickt, der hat nicht hochgeschaltet. Das könnte mir auch zum Verhängnis mal werden irgendwann. Monaco, das Highlight. Das kommt als nächstes. Ach du Scheiße, ne. Mal gucken, wie oft ich da das Auto in die Wand setze. Im Rennen kann das richtig tödlich dann enden. Da wird, glaube ich, für mich erstmal nur ankommen, ins Ziel zu kommen. Die 78 Runden überstehen. Der Motor ist auch schon im gelben Bereich. Was die Leistung betrifft. Gerade gegen wen fahre ich? Das sind unsere heutigen Konkurrenten. Hamilton und Grosjean. Hamilton! Da habe ich gerade mal verschluckt. Wo der Name gefallen ist. Hamilton? Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Ja, der wurde Meise, ey. Ein bisschen zu verhalten, aber ich möchte jetzt auch keine Durchfallstrafe nochmal riskieren. Hülkenberg liegt vor dir. Etwa 30 plus Sekunden Abstand zwischen euch. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 29. Das könnte da vorne sein. Das Problem gab es schon immer. Auch in den Vorgängern. Hamilton jetzt hinter mir. Oder bald hinter mir. Und es ist jetzt wirklich dieser undankbare 11. Platz. Und das auf Legende wohlgemerkt. Viele Probleme gab während des Rennens. Alonso, extra Boxenstopp. Der hätte nicht sein müssen. Dann nochmal mit Perez auch nochmal ordentlich Zeit verloren. Und jetzt fahre ich gegen Hülkenberg. Von Vögelteile davon Verstappen liegen da immer noch. Es müsste auch nur vor mir noch ein Ausscheiden, das ist auch noch in der Theorie möglich. Ich muss mich hier mit Platz 11 dann noch begnügen. Wir fahren jetzt noch 9 Runden. Reifenplatzer können schon auf 65% hochgehen. Ab da beginnt dann die kritische Grenze. Aber ich denke mal auch, das liegt so ein bisschen daran, wie man den Reifen auch behandelt. Nimmt man jetzt arg viele Curbs mit oder fährt man über Trümmerteile, die man ja noch bildlich sieht. Oder es wäre schon wieder zu viel Theorie und zu wenig Praxis, was ich da gerade erzählt habe. Ich sehe manchmal, dass bei mir sich die Desktop-Bilder einfach sich wieder neu laden. Warum auch immer. Ja, wie dem auch sei, noch kein Spielabsturz. Wenn diese Aufnahme, da bin ich froh drüber. Kann aber auch noch passieren. Warum hat sich jetzt mein Spiel pausiert? Und das war das wieder. Eigenständig pausiert sich da mein Spiel. Ach, weil er sich ein Update runtergezogen hat. Okay, jetzt weiß ich, was das war. Jetzt habe ich aber einen Lenkradwiderstand drin. Jetzt nicht mehr, danke. Danke, danke Computer für nichts. Okay, muss ich ausstellen, dass der keine Updates macht. Aber dass ich mich hier auf Legende schwer tue. Eine absolute Seltenheit. War in 2015 gar nicht der Fall. Komm, ist auch die blauen Flaggen gezeigt. Geht auch nur von Gas, alles klar, passt. Aber das hat die KI zum Beispiel gelernt. Das war im 2015 ganz schwierig. Und ich freue mich morgen auf Monaco Training. Das wird ein richtiges Fest werden. Also Monaco ist ja auch immer so ein kleines Highlight auf meinem Kanal. Der Motor ist echt gelb. Also am Ende des Rennens ist er bei mir gelb. Der ist schlimmer belastet, hat 50% locker runter. Lass ihn durch, wenn du kannst. Das ist aber gerade beschissen, Kimi, hier. Dahinter kommt Vettel, okay. 0,0 Sekunden. Aus dem Kampf würde ich mich da doch lieber raushalten. Blaue Flagge macht den Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Dann lassen wir mal beide vorbei. Dann schauen wir uns das Duell aus der ersten Reihe an. Sind Verstappen und Carlos Sainz. Vorfälle. Was war mit Verstappen? Ein Totalschaden?
Bei einer Kollision zwischen Rosberg und Palmer, alles klar. Und der kurze Testwertung haben wir Force India überholt, dank der starken Vorstellung meines Teamkollegen Romain Grosjean. Wie viele Punkte fehlen dem jetzt eigentlich noch? 4, okay. Nee, oder? 1000ste, das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Aber ich habe damit was bisschen aufgeholt, aber er wird trotzdem, ja, wie das erste über die Ziellinie, über die 30 Punkte geht. 1000ste. Ey, obwohl der erste Sektor mir immer am besten gelegen hat im Qualifying und im Training. Die Motorleistung wurde nochmal abgegradet. Okay, nochmal um 8. Ihr habt mir das richtig erinnert. Das sind britische Pferdefunde. Alles klar. Weil H war das für Horse und Horse ist, glaube ich, Pferd.